Das erste Ring in der Staatsoper habe ich dirigiert in der Regie von Harry Kupfer. Es war kurz nach dem Ring, das wir gemeinsam gemacht haben in Bayreuth, aber nicht eine Kopie. Es gab schon Unterschiede, auch klangliche, wenn aus nicht einem anderen Grund als der Unterschied zwischen den Festspielen in Bayreuth und die Staatsoper, akustisch. Und wir haben beide viel gelernt von Bayreuth. Es war für uns beiden das erste Ring. Und wenn man sich vorstellt, dass das ein Koloss von 16 Stunden ungefähr ist, der Unterschied zwischen erste und zweite Mal ist schon vorstellbar. Was passiert zum Beispiel mit der Geschwindigkeit? Ich erinnere mich, im ersten Jahr, dass ich es dirigiert habe, 88, kam einer der intelligentesten Menschen und Musiker, die ich je getroffen habe, und ein sehr, sehr wunderbarer Freund, Pierre Boulez. Er hatte den Ring selber dirigiert in 76. Und zu haben, ein Mensch, der ein großer Musiker war, der nicht den Ring nicht nur dirigiert hat, aber auch in Bayreuth. Das war ein Geschenk. Und er wohnte bei uns. Jetzt muss ich ein Geheimnis rausgeben. Er hat nie gefrühstückt. Er stand auf und anfing zu komponieren. Und dann treffen wir uns so gegen 12 Uhr, halb eins. Und dann wollte er natürlich essen. Wir haben dann gegessen. Und um 4 Uhr war schon die Vorstellung. Und danach, in den Spätabend, haben wir immer gemeinsam gegessen. Und dann der interessanteste Abend war nach der Götterdämmerung. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einiges langsam empfunden. Ab und zu vielleicht etwas zu langsam. Also, genau gesagt, ich war schneller, hat er gesagt. Und es ist sehr einfach, sagte er. Ich dirigiere, ich bin Komponist und ich dirigiere auch als Komponist. Und ich war interessiert in den Skelett der Stücken. Und deswegen habe ich Blut und Muskeln geopfert, um dieses Skelett zu finden. Sie haben genau den umgekehrten Weg gemacht. Sie haben von jedem Tag der Blut und Haus und alles rausgenommen und vielleicht sich weniger um den Skelett konzentrieren. Und ich habe dann am Ende in Bayreuth, behält man die Zeit, wie lange es jeder Dirigent dirigiert hat. Und es stimmte natürlich, in meinem ersten Jahr war ich wesentlich breiter als er in seinem ersten Jahr. Mit den Jahren hat er sich erlaubt, den Skelett zu halten, aber mit größere Freiheit. Und deswegen wurde er in bestimmten Stellen breiter. Und ich, beim ersten Mal, konnte ich natürlich nicht alles kontrollieren, was die Geschwindigkeit gemeint war. Aber dann habe ich verglichen, mein letzter Ring 5 Jahre später und sein letzter Ring, und die waren praktisch identisch. Das heißt, er hat verstanden den ganzen Prozess, dass ich werde
mich irgendwie mehr an das Strukturelle konzentrieren und deswegen etwas weniger langsam und breit zu dirigieren.